Es handelt sich mutmaßlich um eine signierte Druckgrafik des spanischen Künstlers Pablo Picasso. So was möchtet ihr haben dafür? Frage ich jetzt auch schon mal, bevor wir überhaupt was wissen. Ich habe mal irgendwann gesagt, 1000 Euro wären okay. Hier haben wir leider kein hochwertiges Büttenpapier vorliegen. Zum einen fehlt der faserige Büttenrand, der aber auch durch Beschneidung entfernt werden kann. Wir haben aber auch nicht das typische Wasserzeichen der französischen Papiermühle. Zudem haben wir das weitere Problem, dass das Darstellungsmaß nicht dem richtigen entspricht. Es ist deutlich verkleinert. Es ist tatsächlich nur eine einfache fotomechanische Reproduktion. Also ein Poster, wenn man so will. Das ist ein Poster. Ja, theoretisch. Ja, ein Poster. Es ist ein Blatt, wie es in jedem Möbelhaus tatsächlich zu kaufen ist. Männer, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich darf und kann natürlich jetzt keine Händlerkarte geben. So ist das Leben.